Und damit sind wir wieder da mit Ashley und Robert, der sie wie eine kleine Marionette leiten wird. Bei Lollipop Chainsaw, Resident Evil 4. Sind wir noch auf dem Weg in eine große Halle? Das heißt, wir wissen noch nicht, in welches Haus wir kommen. Dumbledore ist sicherlich schon ganz schön angefressen. Schön. Das klingt vielversprechend. Wie duckt man sich nochmal? Machen die das nicht automatisch? Nö, du hattest schon eine Taste, aber. Weiß nicht, Kann Ashley C? sich überhaupt bücken? Ich weiß es nicht. Warte, 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 warte. Ich musste am Anfang mich einmal ducken und das war's. Ja, ich erinnere. Das war doch nur eine Stelle, oder? Angriff, Messer zücken, untersuchen, Nahkampf, nachladen. Ehe. Oh. Wieso kann es nicht immer kann es nicht Steuerung oder C wie bei jedem anderen Spiel sein? Weil das viel, viel, viel zu einfach wäre. Jetzt war ich schon ein bisschen erschrocken, ne? Ja, das ist die Rasse, die ich bräuchte. Hier tickt was. Willst du lesen oder soll ich? Der Weg zum geheimen Mausoleum. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Oh Sehr Gott, schön. Mathe Magie. Die Magie, nein. Och. Eine Alligatorschildkröte. Finde ich niedlich. Guck mal, schon wieder ein Tucken. Ashley muss sich heute viel bücken. Weggespenst. Das war von mir geplant. Ich wusste, dass das passiert. Aha. Aha. Ja, ich sehe schon. Profi am Werk und ich, der Handwerker, darf das nachher wieder fixen. Wetten, dass ich gleich für irgendwas hier wegrennen darf. Da wette ich nicht drauf, das ist nämlich sicher. Ist so sicher wie das Arm bei denen hier in der Kirche. Gar nicht gut. Ah.
Der? Glück haben wir nur vier. Ah, super, super. Wir haben nicht alle vier Versuche verbraucht. Yay. Man sollte stolz auf uns sein. Man sollte uns ein Bildnis erschaffen. Oh, das ist schlecht, was jetzt so ist. Okay, ist doch nicht so schlecht. Wir können ja eigentlich jedes Mal einen ausschließen. Ja. Ah. Ich, oh. Ich dachte, ich habe mich gedrückt, jetzt war ich erschrocken. Deine Laterne mit. Gut. Ja, die Uhr. Da hat man ja immer noch nichts rausgefunden, oder? Das macht es jetzt automatisch, das mache ich nicht. Okay. Na gut. Wir haben einen Schlüssel gefunden und ein. Ach, da brauchen wir das Ding, was Leon in der Hand hat. Das. Aber hier ist doch ein Dings. Ah. Die-Insignie. Und du darfst. Entschuldigung. Um diesem gottverfluchten Ort zu entkommen, brauchte ich die Insignie der Familie Salazar Slytherin. Doch um sie Ja. zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum, dorthin, wo die scheußlichen Rüstungen warten. Die warten da schon nicht mehr. O gnädiger Gott, lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber des wahnsinnigen Monsters walten, das Ramaon Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewigen treuen Diener Schutz gewähren. Okay, ich dachte, der Gründer von Slytherin hieß anders. Nee, der hieß schon Salazar. Ja, aber da andere Name nicht. Der Oh, wurde guck mal, in. eine 11:04 Uhr. Oh, handgeschriebene Notiz. 11:04. Das könnte ein Hinweis sein. Ein Hinweis, ein Hinweis. Glückwunsch, Ashley, du hast eine Uhr zum Klingeln gebracht. Ui. Und jetzt. Na komm. Bildschirm geblendet, los. In DPD funktioniert das auch. Kommst du? Ist es dein Ernst? Komm, fühl dich eingeladen, mir zu folgen. Okay.
Ah, wir sind schon wieder hier. War hier die Uhr oder war die woanders? Ich glaube, die war hier, weil das Problem ist, da sieht alles gleich aus. Kultur. Ja, hier. Ja, geh doch auf. Ah. Geh's wieder zu, bitte sag ja. Nein, 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 nein. Oh, pack, der ist schnell. Ich dachte, ich kann ausweichen. Schade. Tja, jetzt ist sie tot. Spiel vorbei. Komm mal, Herz und ein Auge. Am Hals. Quasi. Da sollte man mit zum Arzt gehen. Ja, sieht nicht gesund aus. Aber wir wissen jetzt, was passiert. Ja, wir sterben. Na komm. Nein, nicht ganz langsam. Süffst du Lack? Höchstwahrscheinlich. Jetzt hängst, das wäre schlecht. Hab ich nie. Oh. Ja, Ziehleine. An welcher ihrer Leinen denn? Schon belastend, weil die so unfähig ist. Ich hoffe, ich da vorbei. Nein. Das war vermeidbar. Das war vermeidbar. Das war vermeidbar. Das ist doch so komisch eingefroren, gell? Okay, der dreht sich. Warum dreht sich der immer die Ecke? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber so gewinnst du immer noch ein bisschen Zeit, wenn es auch nur ein paar Sekunden sind. Ja, das ist definitiv gut. Aber wenn ich gerade im Schlaf weiß, was ich machen muss, drück doch eh. Weißt du, das nervt mich sowieso bei manchen Spielen. Hast du das Spider-Man-Spiel gespielt? Nein, wollte ich aber. Ich habe es, als ich damals noch im Besitz einer PS4 war, mir von einem Kollegen ausgeliehen, hab's gezockt. Hab's auch durchgezockt. Das Spiel war super, aber es gibt eine Mission, die recht lang ist, wo du mit Mary Jane Watson rumeiern musst. Okay. So eine Schleichmission. Und diese Mission alleine fand ich persönlich so ätzend, dass die Mission mir gesagt hat, den ganzen Wiederspielwert von diesem Spiel kaputt gemacht, wo ich gesagt habe, als ich überlegt habe, als es im Sale war für den PC, holst du es dir nicht. Warte, wenn du es dir holst, musst du wieder die Mary Jane Mission machen.
Na gut, ist dann Nein. doof, ne? Ja. Hüte dich vor meiner Laterne. Geh mit meiner Ich hol die Laterne. Green Lantern. Den Film. Ja, den Film, natürlich. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da drüben ist eine Taverne, da tausche ich das Ding gegen Bier. Ja, geil. Wie soll ich denn jetzt schießen? Ah, das ist ein Hebel. Okay, was war's? Hirsch, Adler, Vogel, Schlange, Vogel, Wasser, Schlange, Vieh. Drache, Meerjungfrau, Schlange, Mistviech. Okay, sehr ich sag Meerjungfrau, Hirsch, Vogel, Schlange. Erinnert schon wieder so hart an Hogwarts. Da ist die Okay, komisch. Schlange. Frag uns mal. Ja. Who the fuck is the Hirsch? Oh fuck. Ja, ich weiß, dass du aufgehst. Das war ganz entspannt. Das ist Das okay. ist so ganz gut, ja. Ganz easy. Oh, eine goldene Rüstung. Beschützt sie mich? Ich glaube nicht. Kannst sie anziehen. Ich glaube, das wollen wir. Ja. Ihr müsst wissen, in der Original-Lore von Resident Evil ist es so, dass Ashley nach diesem Abenteuer so hart Ah. traumatisiert war. Sie hat sich dann in Alice umgetauft, ist in die Irrenanstalt gekommen und daher war Alice Madness Return. Ah. Ah, das ist Mond? Wir haben quasi auf beiden Seiten jetzt einen Stern. Ja. Okay, haben wir jetzt auf beiden Seiten einen Stern. Ach nee, okay. Da muss der Mond. Ja, das heißt, das ist der Vollmond, glaube ich, hier gewesen, gell? Ja. Ja, der Vollmond muss hier rechts hin. Der Halbmond, der Sichelmond muss dahin. Und der Stern muss dahin. Wir sind so klug. KLUK. Was war das für ein Move? Ja, wo soll man jetzt hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da oben war doch auch welche. Ich weiß zwar, wo ich hin muss. Das beruhigt mich irgendwie gerade. Nein. Die kommen unter die Rüstung gucken. Seid galant und haltet still, ja? Seid galant. Wer sagt, heute bin noch galant? Ashley. Die Tochter des Präsidenten halt. Ja. Cooler Move. Komm, 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 Also diese Episoden sind schon sehr belastend, gell? Nicht weil Ja. gruselig und so, einfach nur weil eklig. Ja, ich habe aber keine Option. Du musst an ihm Das heißt. vorbei. Oh, das war ja einfach. Gut, dass die nicht gerade schnell sind. Bei der Rüstung. Tja, damals sind sie auch über dem Schlachtfeld gerannt. Damals. Ah, den Weg kenne ich.
Weißt du, Muss auch zu. den Dark Pic, den Dark Picture Games, wenn es da solche Szenen gäbe, da Ja. hätten die wenigstens, weil die Spiele sind modern, hätten die wenigstens alle ihr Smartphone dabei mit einer verdammten Taschenlampen-App. Ja, gut, sie war ja jetzt wurde lange entführt, das ist schon okay, das akzeptiere ich schon. Aber hier ist doch dieses komische. Ach nee, hier war die Taschenlampe am Anfang drin, gell? Und hier kamen wir her. Jetzt bin ich zurück. Ah, fuck. Jetzt bin ich quasi. Das ist ja doof. Da kommen wir gerade her. Rennen wir mal da lang. In den Fahrstuhl, gell? Der gerade. Oder da rein. Hier kommen wir doch auch schon. Hier haben wir. Ah. Ah. Das würde Leon eh niemals glauben. Oh, schau. Zack, gegen seine Gitter und zurückgeschleudert. Ah, sie sind wieder vereint. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Es war ein Fehler im Mikrofon. Wieso sagst du sowas? Naja, ich könnte auch sagen, das war ja verdammt einfach bisher, oder? Ein Glück, dass nichts passiert ist. Soll ich noch mehr solche Sachen sagen? Aber hey, wir haben Alice überlebt. Ashley. Die auch. Ja. Ich glaube, die wäre genauso in einem Horrorfilm. Also jetzt, wenn sie das durchspielen würde. Ada. Was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Das ist gerade die Stimme von Jeremy Clarkson aus Top Gear gewesen. Keine Ahnung. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Die muss doch auch ihren eigenen Make-up-Assistenten immer dabei haben. Ja, natürlich. Nee, das ist eine Asiatin, das ist nicht Standard bei denen. Make-up-Assistent? Ja. Nee, die kommt doch so auf der Welt. Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Hey, Ada? Ada! Super. Immer noch dieselbe. Ja. So, davor? Wäre schlimm, wenn nicht. Es fehlt immer noch eine Ratte. Und die blauen Dinger, die haben wir komplett vernachlässigt. Was sagt der Zeit überhaupt? Wir sind bei 25 Minuten. Sehr gut, dann können wir jetzt die letzten 5 Minuten noch die scheiß blauen Dinger suchen. Aber hier muss doch einer sein. Ah. 4 von 6, 2 Stück noch. Da würde ich jetzt nochmal in die anderen beiden Räume, großen Räume gucken, da waren wir nämlich noch nicht, gell? Nee. Und vielleicht finden wir doch die letzte Ratte. Wir könnten jetzt natürlich auch den ganzen Ashley-Weg absuchen. Nee, da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, die war hier oben. Stimmt. Weil die brauchen wir hier, die hätten uns die Leiter runter
treten müssen. Ashley, mal wieder im ungünstigsten Moment lässt die sich entführen. Braun. Ja. Ist es dein Thron, den du gesucht hast? Nee, gell? Nee. So, jetzt haben wir auch 5 von 6. Das heißt, einer fehlt noch. Nee, in den Thronsaal müssen wir ja gleich erst. Ja, gell. Warte, das war der Händler, da wollte ich nicht hin. Hier hinten ist nichts. Wieso stellt man in solche Ecken Stühle? Ich weiß es nicht. Richtig, Aggression, Hass, Wut. Viel zu viel Deko-Geschlanze. Die leben schon wieder, gell? Die lebten schon wieder, gell? Mhm. Letzte Rate finde ich auch nicht. Nee, da höre ich auch nichts mehr. Wasser, Wasser, Wasser. Pistolen-Muni nehmen wir immer mit. Und Magnum-Munition erst recht. Ah, das ist der gute Schrott auch noch. Warte mal. Und hier finden wir ein Hühnerei. Ja, deliziös. Das Medaillon trotzdem nicht gefunden. Mir ist auch noch nichts Blaues ins Auge gestoßen. Oder irgendwas Wirkliches, ja, Rattiges. Das fällt ja eigentlich auf. Ja. Sollte man denken. Schade. Aber irgendwas quietscht hier. Quietscht, also hängt da wieder was an der Decke. Ja. Und Wackeldackel. Hier bewegt sich gar nichts. Welche nebenan? Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Schweig. Nö.
Das ist mies. Das war dreckig. Ich habe was Neues für dich, Partner. Ich kaufe fast alles. Besten Dank. Die große Schrotze hat er jetzt. Striker. Also wir könnten was verkaufen, wir könnten die andere Schrote verkaufen, dann kriegen wir ordentlich sogar dafür. Das ist eine halbautomatische und das hier ist die vollautomatische, gell? Mhm. Die halbautomatische Flinte, die sich wegen ihrer weiten Streuung... Nee, da behalte ich lieber unsere jetzige. Ja, die ist für kurze Distanz und da benutzen wir Messer oder Pistol. Ja, deswegen. So, jetzt speichern wir. Und dann sind wir doch erstmal am Ende, oder? Genau, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, reingerockt. So, jetzt muss ich aufs Maul.